Weiter machen wir mit Super Mario Bros. 3 und heute ist auch Dr. Mario dran. Tut mir leid für die späte Folge, aber das liegt daran, dass bei mir zurzeit mal wieder Baustelle ist. Ja, es kommt häufiger vor als gedacht und ja, um diese Zeit ist halt das schon wieder. So, wir sollen Bum Bum besiegen. Eigentlich kein Gegner. Drei Schläge und Downisa. Ja gut, scheinen aufgewärmt zu sein. Von daher geht es los. Okay, besiege Bumbau. Geht's jetzt nur um Bum Bum? Oder wie? Na gut, dann. Mal her mit dir. So. Nur aufpassen, wenn er wieder zurückkommt. Okay, das ist ein böser Move von ihm. Das sind eigentlich immer nur drei Schläge, genau. Nur ein bisschen aufpassen, wenn er halt aus seinen Stacheln wieder zurückkommt. Dann Acht geben. Dann ist er, ja, ein bisschen schwer zu treffen, weil... Wenn man auf die Stachel springt, ist man tot. Oh, und dann hat er uns doch noch gekriegt. Schade, schade. Aber dennoch haben wir, glaube ich, eine ganz gute Zeit. So, gibt vermutlich auch einen Trick. Genau, wenn man im richtigen Timing springt, ist das kein Problem. Und der letzte Bum Bum, der in einem Airship-Level stationiert ist, in der 8. Welt. Ja gut, und er kann fliegen. Och. Zack, einmal, zweimal und dreimal? Boah, nee. Nee, Bum Bum. So nicht. Das kannst du knicken. Du wirst nicht gegen mich gewinnen. Vergiss es. Och, nein. Nein. Es ist ganz leicht, ihn zu besiegen. So. Ja, warum nicht gleich? Dann haben wir noch eine Aufgabe in Super Mario Bros. 3. Und dann, ja, ist das erste Spiel schon vorbei. Es geht ja schnell hier, ne? So, neuer Stempel. Wunderbar. Und neuer Remix. Und natürlich gibt es den Final Boss als Krönung. Der ist auch nicht sehr schwer zu besiegen. Da muss man einfach nur hier runter schmeißen lassen. Oh, und mit dem Frosch kann man sogar drauf springen. Lol. Und wir müssen als Frosch Mario den guten Bowser besiegen. Ja, dann spring mal hier hin. Ja, das war ein bisschen knapp. Das kannst du vergessen, mein lieber Bowser. Es war doch so gut. Also die Missionen sind definitiv schwieriger als damals im ersten Teil. Aber gut, liegt auch vielleicht an den Spielen. Die definitiv mehr erfordern, ja gut. Klasse. Komm jetzt. Bring Bowser zur Strecke. So schwer ist er doch nicht zu besiegen. So ein Lappen. Lappen. What the fuck? Ja gut, ohne Vorwarnung springt der dorthin. Sonst geht's aber noch. Och. Müssen wir ihn als Frosch Mario besiegen? Ist das so schwer? Lass ihn durch den Boden fallen. So. Das Muster ist eigentlich ganz leicht. Immer wenn er Feuer spuckt, müssen wir halt drüber springen. Oder auch nicht. Oh, dann laufe ich halt. Okay, dann passe ich jetzt mal ein bisschen auf. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste in Jump'n'Runs, wie es scheint. Ich weiß auch nicht, was mein Problem ist. So, vergiss das. Jetzt steht er gut. Komm, spuck da jetzt zwei Feuerbälle. Und dann bist du down. Oh, das war knapp. Was hätte ich den Anzug verloren? Springt wieder, okay.
Gehst du weg? Oh, und angetäuscht, die Drecksau. Ja, jetzt aber, komm. Zack. Oh, ein Glück. Oder Zeit. Yay! Lol, Luigi. Hä? Das war doch ein Easter Egg, oder? Habt ihr das gesehen? An der linken Seite war Luigi. Lel. Alles klar. Ja gut, dann geht's jetzt rüber zu Dr. Mario. Und da Level 4 von 10. Erziele 1000 Punkte. Oh, das ist cool. Das mag ich ja sogar. Super. So, 100. Heißt, wir müssen 10 Viren besiegen. Ist das so? Ich würde mal sagen, ja. Machen wir das. Dum, dum. So, und den könnte man jetzt wie anbringen. So, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es sind alle Viren zu besiegen, oder? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kriegen wir eine gelbe Pille, aber es gibt keine gelben Viren mehr. Auch gut. So, da drauf. Rote. Ja, erstmal hier hin, komm. Zack, 500. Könnte man vermutlich auch Kombos einsetzen, aber ja. Bei normalen Pillen, nee, es passiert nur mit Viren, okay. Also Viren bringen Punkte. Ja gut, das war schon saugeil gemacht. Gut gelöst, Blackstar. Unfassbar top. Also besser geht's ja wohl kaum, ne? So, da rein. Und du kommst da drauf. Und nochmal so eine gelbe Pille und dann so. Ah, das ist ein Puzzle-Game, ne? Dauert halt ein bisschen, bis da was läuft. Muss man auch ein bisschen Glück haben, damit man die richtige Pille erwischt. Und ja, wenn es passt, dann passt es halt. Und wenn nicht, dann dauert es halt ein bisschen. So, nächster Virus weg. Sehr schön. Den hier oben können wir jetzt auch killen. Das passt ganz gut da drauf. Hier gelb wegkämpfen. Dann hier drauf. Ja doch, das ist in Ordnung so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kein Problem. So, aber ich brauche keine gelben Pillen. Mensch. So, noch ein Virus. Und wir werden durch. Noch einer. Ah, und natürlich kriegen wir eine blaue Pille. Danke, Dr. Mario, du bist so nett. So, jetzt aber. Oh mein Gott, das gibt keine Sterne. Das gibt keine Sterne. Doch, okay. Dann ist man da aber sehr sozial. Und wir haben Kid Icarus. Das schlimmste Spiel auf NES freigeschaltet. Yay. Naja, Zelda 2 ist noch schlimmer. Acht Missionen aber nur. Okay. Ah. Ja, der hat 25 Jahre auf einen Nachfolger gewartet, ne? Zwei Teile kamen damals für NES raus. Und dann hörte man halt 25 Jahre nichts mehr. Und irgendwann hat sich der Sakurai halt gedacht so, es wird Zeit für ein Kid Icarus-Spiel. Die Welt ist bereit. Ja, und dann kam es halt, Uprising. Meiner Meinung nach ein sehr guter Titel. Ein sehr guter 3DS-Titel der Frühzeit des 3DS. Also es kam ja relativ schnell nach Launch raus, glaube ich sogar. Ja, doch. Ja, doch, das war ziemlich früh jedenfalls. Vielleicht ein Jahr da drauf. Aber die Zeit vergeht so schnell, dass ich mir das schon gar nicht mehr vorstellen kann, wie das damals war. So,
Ich muss den Virus am Boden kriegen, aber ist gar nicht so leicht, denn... Ja. Wir haben ein paar Probleme mit den Farben. Was hat der Dr. Mario denn da gemacht? So geht's ja nicht. So. Jetzt noch Gelb irgendwie dort bekämpfen. Dann hätten wir es. Die Frage ist nur, wie. Ja, gut, so klappt es natürlich. Und mit der Pille ist er natürlich auch weg. Das ist immer so Einzelmissionen, keine Level. Okay. Naja, Dr. Mario ist heute der Boss und wir sind schon... Ach so, es gibt nur 6. Na gut, dann sind wir ja gut in der Zeit. Können wir auch noch ein paar Remixe starten. Eliminiere alle Viren mit nur 9 Pillen. Okay, dann müssen wir schlau spielen. Oh Gott. Das war schon falsch. Das war sowas von falsch. Ach komm, mach das neu. Sind die Pillen immer die gleichen? Ich hoffe es. Naja, dann ist ja klar, da muss eine hin. Mit der weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Doch, das könnte man machen. Und dann die Pille so reinschieben. Scheint die Optimallösung zu sein, ja. Naja, sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Wir sind erst bei der... Oh nein, warte mal. Hä? Das ist ja... Hä? Das ist ja... Wie soll das denn gehen? Bitteschön. Hä? Hä? Warte nochmal. Wie soll das gehen? Mit nur 9 Pillen alle Viren? Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn zu diesem... Ach so, warte mal. Die Pillen sind festgeschrieben, oder? Ja, da kommt die letzte. Okay. Dann ist das doch machbar, aber wirklich mit 9 Pillen ist es machbar. Okay. Ja, noch ein knackiges Finale, aber... kein Problem für uns, ne? Da war Mario Bros. 3 schlimmer. Ja, und dann spielen wir ein paar Remixes. Wo sind wir denn stehen geblieben? Das haben wir auch. Jetzt kommt irgendwie auch Super Mario Bros. Sammle alle Münzen ein. Oh, ja genau, das ist halt das Coole an Remix. Und keine Angst, wäre so cool, wenn Mario Maker so ein Feature hätte, wo man dann mit Kirby spielen kann. Na, kann man ja, aber Kirby hat seine Fähigkeiten halt nicht. Das ist ja halt so ein bisschen doof. Hätte man besser machen können mit den Amiibos, ne? So, jetzt noch da unten. Und dann ist Kirby glücklich. So. Wundervoll. Gibt nur 2 Sterne. Okay, müsste man schneller sein. Bin ich aber leider nicht. Und noch ein Remix. Einer geht noch. Betritt die Röhre ohne Schaden zu nehmen. Okay. Kann ich denn schweben? Nö. Doch, ich muss... Doch. Ich werde doch wohl schweben können, aber ich weiß nicht wie. Aber ohne Schaden zu nehmen. Ah doch, sie schwebt. Okay. Ach, tot. Ups. Boah, ist das ein schwieriges Level. Das kombiniert jetzt Mario Bros. 3 mit Mario Bros. 2, ne? Doki Doki Panic, ja, ich weiß. Ach, Mann. Und nochmal. Die Passage ist überhaupt nicht schwer. Hier wird's jetzt richtig kompliziert. Und geschafft. Wo ist die Röhre?
Boah, das Schweben, ne? Keine Ahnung, wie das Schweben gehen soll. Ach so, das geht hier in dem Peach, den P-Button hat. Mensch, ist das ein Scheißdreck. Boah, das war knapp. War das knapp. Und nochmal drüber. Und drüber. So. Über dich und in der Röhre rein. So, Freunde, ich würde sagen, bevor es zu viel wird, machen wir an dieser Stelle Schluss und sehen uns dann morgen bei einer weiteren Folge NES Remix 2 wieder. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Projekt Spaß macht. Und bis dann. Ciao.